Ja, lieber Sven Hannawald, schön, dass wir hier sein dürfen. Wenn ich sage, hier 8 Kilometer von deiner Heimat entfernt, also im Grunde genommen bist du hier zu Hause. Und wenn ich deinen Namen so sage, ich glaube, da schwingen bei ganz vielen Zuschauern einfach Bilder mit, wie du Weltmeister wurdest, wie du Olympiasieger wurdest, wie du die Vierschanzentournee gewonnen hast. Misst du deine sportliche Karriere nach diesen Titeln? Na, ich meine, für mich ist zwar alles schön gut gewesen, aber die Tournee war da mit bei Weitem das, was ich als ganz kleiner Sven damals im Osten dann auch, was ich im Fernsehen gesehen habe und was ich auch gewinnen wollte. Und das war eigentlich mein Maß, dem ich alles untergeordnet habe. Natürlich bin ich um jeden Weltmeistertitel froh. Ich bin um den Olympiasieger in der Mannschaft dann auch Salt Lake City froh. War ja auch immer spannend mit einem Zehntel Vorsprung. Und es ist alles schön und gut, aber die Tournee für mich steht über allem. Jetzt könnte man fast raushören, dass du zufälligerweise an einem Fernseher vorbeigelaufen bist als kleines Kind. Du hast diese Vierschanzentournee irgendwo, vielleicht in einem Augenwinkel oder entspannt auf dem Sofa wahrgenommen, hast dir ein großes Bild als Kind gemacht und bist dem gefolgt. Das war es so oder in etwa oder ganz anders? Also ich bin ja nicht nur vorbeigelaufen, sondern da, wo ich aufgewachsen bin im Erzgebirge, war natürlich Wintersport Nummer 1 vor Fußball. Und dementsprechend konnte man natürlich dann auch mit Langlauf, mit Skispringen etwas anfangen. Und wenn man dann als Kind um die Jahreswende natürlich bis heute noch die Tournee sieht, weiß, dass man das in kleinem Rahmen auch machen kann, dann hat man so ein bisschen seine Vorbilder, ähnlich wie kleine Jungs dann vielleicht einem Müller oder sonst wem dann auch nacheifern. Und das war bei mir so. Ich habe die Tournee gesehen und Skispringen schon übers Jahr, aber die Tournee für mich war das Spannende, dass es was gab. Das ging über den Jahreswechsel und ich war um jeden freien Tag, den die Jungs hatten, sauer, weil ich wissen wollte, wie es in der nächsten Station dann oder auf der nächsten Station dann auch weitergeht und wer da dann irgendwo besser ist und so weiter. Und klar, später, als ich dann selber live dabei war, war ich um jeden Ruhetag froh und konnte das wieder ein bisschen besser einschätzen. Aber die Tournee hat mich einfach so geprägt, ohne dass mir irgendjemand ein Buch in die Hand gegeben hat oder ich irgendwas auswendig gelernt habe, sondern das war irgendwie ein Liebe auf den ersten Blick wahrscheinlich im Sportlichen gesehen. Und das hat mich so angetrieben und hat mich dann natürlich auch rigorose Wege gehen lassen, weil ich sie mit Biegen und Brechen gewinnen wollte. Auch wenn es nicht ganz einfach war für mich. Aber ich wollte das hinbekommen. Das bedeutet auch, du hast schon immer den langen Atem eher gehabt, über auch eine Konstanz, über mehrere Tage, über mehrere Wochen deine Leistung zu halten. Hat es sich schon immer ausgezeichnet, dass du über Vierschanzen, über den längeren Zeitraum auch deine Leistung abrufen konntest, weil du jemand bist, der für Verbindlichkeit, der für Kontinuität steht? Ist das etwas, was dich auch auszeichnet? Ich glaube, was mir einen langen Atem gegeben hat, also bis ich die Tournee gewonnen habe, ging ja auch viel Zeit rein. Ich war ja auch eher dann, obwohl ich in der Jugend im Osten damals in der ehemaligen DDR unheimlich erfolgreich war, weil ich eben dann auch was mitbekommen habe vom Talent her, was dann im Thema Skispringen einfach dann auch in den jungen Jahren auch wichtig war und ich es natürlich völlig ausschöpfen konnte. Und dann aber zwischendrin auch im Herrenbereich erstmal in eine andere Welt reinkam. Also die Technik und so weiter, das Gefühl hatte ich nach wie vor. Auch ein gewisses Gefühl, wie man vielleicht Material mit der Technik verbinden muss. Aber gemerkt, dass natürlich dann irgendwann auch die Sprungkraft bei uns wichtig ist, ne? Also wenn dann irgendwann mal jemand zu weit springt, geht es natürlich automatisch mit weniger Anlauf. Und mit Fahrt war das immer alles fein. Aber wenn es dann irgendwo auch an die Grenze ging, habe ich gemerkt, funktioniert nicht. Und dadurch, dass aber im Nachhinein, glaube ich, das Ziel für mich so stimmig war, ja, einfach das wollte ich erreichen, habe ich viele Dinge dann eben auch negativ erfahren müssen. Die haben mich aber nicht unruhig gemacht, sondern ich war von dem Ziel, das hat irgendwie gematcht und das war in mir und das hat mich dann eben auch durch negative Jahre gehen lassen, wo ich dann auch mal früher aufhören musste, wo ich vielleicht teilweise fast aus dem Kader geflogen bin und so weiter und so fort. Also war ja alles dabei und in dem Moment, wo ich merke, es wird wahr, dann habe ich natürlich trotzdem auch die Ruhe. Also mein Trainer hat damals auch gesagt, wenn ich mir nicht sicher bin, weil ich auf der Suche bin nach irgendwas, dann, wenn ich jetzt eine Stecknadel höre, dann bringt die mich komplett durcheinander. Wenn ich aber dann direkt in meinem Film bin und ich habe ein gutes Gefühl, da kann neben mir eine Bombe explodieren, die bringt mich nicht durcheinander. Also so war auch immer so ein bisschen das nicht Genie und Wahnsinn in mir, sondern einfach auch einfach die Momente, die mich dann wirklich auch dann auch durch größere Sachen
gehen lassen haben. Und ich glaube, im Nachgang war es wirklich das in mir vernetzte Ziel. Und dementsprechend auch in der heutigen Zeit, wenn man sich Ziele setzt, eher ruhiger bleiben und mal in sich reinhören, ob es sich wirklich gut anfühlt. Und trotzdem hört man raus, dass es ein Lernprozess war, dass der Absprung zum Ziel nicht immer da war, sondern dass auch der freie Fall da war. Mhm. Ich habe in einem Interview von dir gehört, du hast eine innere Stimme gehabt, die nicht nur immer dich als in den Erfolg getrieben hat, in den Perfektionismus, sondern auch eine innere Stimme, die irgendwann geflüstert hat, dass irgendwas fehlt. Wann war so der erste Moment, als du gemerkt hast, stopp, 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 meine ganzen Mechanismen greifen nicht mehr so richtig, irgendwas ist anders? Das war, es war wirklich gravierend oder hat gravierend angefangen, nachdem ich dann auch mein großes Ziel erreicht hatte. Und ich glaube, dass im Nachgang, ich hatte vor meinem großen Ziel, also das war dann 2001, 2002, hatte ich schon Saisons, wie ich es eben auch schon mal kurz erwähnt habe, dass ich da auch fast schon aufgehört habe, ich mich früher aus der aktuellen Saison zurückgezogen habe, um mich und meinen Ehrgeiz natürlich auch ein bisschen zu schonen. Wenn ich dann merke, ich habe keine Chance, dann höre ich lieber auf, als ob ich hier noch voll auf den Hacken rumdrehe, vor Frust und alles, weil es nicht funktioniert. Und nach Erreichen des großen Ziels mit der Tournee habe ich gemerkt, dass so ein bisschen das gefehlt hat, was mich jahrelang irgendwie so ein bisschen über Wasser gehalten hat, trotz der schwierigen Phasen. Okay. Und dadurch, ich wusste jetzt nicht nach der Tournee, was ich mir als nächstes Ziel setzen sollte. Also da war nichts. Also Olympiasieger war mal in der Mannschaft, Olympia Einzelgold, ist zwar alles schön und gut, ich weiß aber auch, was dazugehört. Mhm. Und bis dahin, bis ich die Tournee gewonnen habe, habe ich auch mittlerweile gemerkt, was ich meinem Körper dann natürlich auch abverlangt habe und ihm auch keine Pausen gegeben habe. Und das war der Punkt, wo ich dann schon mich ein bisschen mehr auf mich eingelassen habe und mal auf der Suche war, was mit mir nicht stimmt, dass ich ihn wieder dann auch wieder dahin bekomme, um eventuell vielleicht auch mal wieder noch mal was zu erreichen. Aber der Weg war dann zu lang und da habe ich auch gesehen, dass ich schon viel über Jahre abverlangt habe, ohne da vielleicht auch zwar schon zuzuhören. Ich habe immer gemerkt, irgendwie wird es schwierig, aber irgendwie war dann doch der Ehrgeiz und der Wille größer und hat dann praktisch gewisse Dinge doch noch wahr werden lassen, obwohl es vielleicht theoretisch und vom Körper gar nicht möglich war. Aber da drängt sich doch fast die Frage auf, zwei eigentlich. Entweder die eine, bist du sogar dankbar, dass du diesen größten Erfolg, um die Reise in dein Inneres als nächstes antreten zu können, oder hätte der große Erfolg gar nicht sein dürfen, weil du dann viel gesünder durchs Leben erstmal über Jahre hinweg gegangen wärst. Ja, also wenn du mit dem Rückblick... Kann man das so sehen oder ist es so einfach? Na, ich glaube, wer mich kennt und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein Thema, dass das ja, so stressbedingte Themen, Burnout und so weiter, eigentlich meistens dann auch, was das Arbeiten angeht, die erwischt, die Ehrgeiz und Perfektionismus haben. Und wenn man mich hier fragt, hättest du lieber die Tournee nicht gewonnen und würdest dann schön gesund durchs Leben gehen, würde ich sagen, niemals. Das war genau mein Ziel und es ist ja auch das, was mich beschreibt, auch heute noch. Ja. Also selbst nach der Klinik war ich dann auch in der einen oder anderen, hatte ich den einen oder anderen Fernsehauftritt und da waren dann eben auch mal Wissenschaftler dabei und Ärzte, was ja für mich unheimlich spannend war, mich selber dann auch so ein bisschen von so einer Seite auch kennenzulernen. Und einer hatte mal gesagt, dass das Thema Burnout auch meistens dann Leute betrifft, die halt ehrgeizig und perfektionistisch sind. Und es aber nicht wissen und als normal einstufen. Und so war ich auch. Und das war mir nicht bewusst, dass ich so bin, wie ich bin. Sondern ich habe mir keine Gedanken gemacht, wenn andere Ruhe machen, dass ich sage, weißt du, wenn die Ruhe machen und ich weiterarbeite, habe ich einen Vorteil. Also komme ich ja schneller vorwärts. Das habe ich ja gemacht. Und war ja auch erfolgreich. Aber zu merken, dass dann der Körper ein bisschen abbaut, habe ich zwar realisiert, aber es hat mich auf den Weg gebracht, den ich ja erreichen wollte. Und heute, wie ich hier sitze, klar, danach habe ich es auch versucht, mal mich selber zu schonen. Aber das ist mir zu langweilig. Also das ist für mich dann, selbst wenn ich eine Aufgabe 80% mache, ist das für mich eine halbe Sache. Und dann lasse ich es. Was ich gelernt habe, ist, dass ich das, was ich mache, lebe ich mich aus. Ob der Körper Schmerzen hat oder nicht, ist dann halt einfach so, gehört dazu. Das Ergebnis meistens ist okay, wenn nicht, bin ich vielleicht sauer, weil es nicht geklappt hat. Oder es hat Gründe, warum es nicht geklappt hat. Aber der Körper bekommt danach seine Ruhe. Und das ist das, was ich damals, zu einem damaligen Zeitpunkt, mir nicht mehr anlernen konnte, weil ich einfach zu weit war, zu schnell in dem Hamsterrad mich gedreht habe. Und da dann auf die Bremse zu treten, das wäre fast ein Salto vorwärts geworden. Und das möchte man natürlich nicht. Und gab es denn diesen einen Moment, so wie du vielleicht diese Medaille, den Pokal gekriegt hast, diesen einen Moment,
indem du wusstest, es ist jetzt dieser Weg in die Therapie? Oder war das ein ganz schleichender Prozess von auf die Suche gehen, den ein oder anderen Arztbesuch, bis dann, du hast von Klinik gesprochen, bis der Klinikaufenthalt da war? Oder war so dieser Augenblick da, wo gar keine andere Wahl mehr gab, wo andere für dich entschieden haben, zu sagen, hey, du musst jetzt in die Klinik, du brauchst deine Auszeit? Ja, also es ist ja immer natürlich dann auch immer schlimmer geworden. Die Symptome innerlich habe ich natürlich auch gemerkt, dass sie immer mehr wurden. Und habe mich ja dann eben auch nach der Zeit meiner Tournee, als ich dann irgendwie so ein bisschen wie im Wind hin und her geworfen wurde, habe ich mich natürlich dann eben auch weiter mit unserem Mannschaftsarzt dann auf die Suche gemacht, was mit mir los ist. Mhm. Ich habe es schon vorher ein bisschen hin und wieder mal angefangen, aber das ging dann wieder besser. Und aber da habe ich gemerkt, dass nach der Tournee war ja auch viel mit neuen Bundestrainer und so weiter und so fort. Irgendwas ist in mir, was mich nicht ruhig weitergehen lässt. Also egal was war, wenn irgendwo irgendwas nicht geklappt hat, war ich schon wieder am Zweifeln von dem, was wir uns vorgenommen haben. Und das so kannte ich mich nicht. Also ich war wirklich von dem Weg, den wir wirklich abgesprochen haben, wo wir auch dreimal drüber schlafen, in welche Richtung wir weitergehen, was das Training angeht, was Material und so weiter angeht. Spätestens nach dem dritten Mal schlafen war ich mir sicher. Und dann gehen wir den Weg. Und dann war es auch so, auch wenn mal ein Wettkampf vielleicht nicht ging, ich war davon überzeugt, weil da noch was nicht gepasst hat, das muss ich mir erst aneignen, dann funktioniert das Paket erstmal und dann wirkt es erstmal. Und da war das so wegen jeder Kleinigkeit, ob da jetzt ein Hotelzimmer blöd war, ob da schlechtes Wetter im Wettkampf war, ob da, was mir nie was ausgemacht hat, nie, bin ich auch heute wieder so. Es ist halt einfach so, ne? Ist die Natur. Und das hat mich damals also durcheinander gebracht und noch meine Symptome noch mal mehr Feuer gegeben, dass da irgendwas ist. Und wir hatten ja dann anderthalb Jahre lang war ich bei sämtlichen Ärzten. Also zu meiner damaligen Zeit war, ja, ich meine, es ist ja auch Training und Wettkämpfe zwischendrin. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt ein halbes Jahr weg und mache dann, das hätte vielleicht 3 Monate gedauert, wenn ich jetzt die Arztbesuche aneinanderreihe. Hätte es vielleicht 3 Monate am Stück wären es gewesen. Aber dadurch, dass natürlich ich weiter in dem Ablauf war, weiter Training, weiter Wettkämpfe, weiter andere Dinge noch, hat sich das über anderthalb Jahre gestreckt, bis zu dem Punkt, wo ich ja dann eigentlich auch den Zusammenbruch hatte. Und das ist ja leider immer das Typische, dass viele drumherum natürlich dir schon ansehen, irgendwas stimmt nicht. Du selber eigentlich, wenn du in den Spiegel guckst, siehst du jemanden, das sagst du, wie kannst du eigentlich noch gerade auslaufen? Die Stimme hattest du. Ja, aber du lässt trotzdem von dem Weg nicht, weil das ist nur, du siehst das als temporär und dadurch, dass es schon gefühlt 2 Jahre so ist es für dich eigentlich auch schon normal. Und das Schwierige ist der schleichende Prozess, weil du natürlich dann die Anfangsthemen lernst, damit umzugehen. Die werden immer mehr, aber irgendwie lernst du auch, das immer mehr wegzudrücken und zu handeln und dich weiter zu beschäftigen und nicht dran zu denken. Und das ist das Schwierige. Pinzette durch deine Sätze, du sagst einmal Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und plötzlich kommt dieses Wort Zweifel. Ich glaube, dass wir die Situation überhaupt momentan vielerorts haben, dass Menschen, die bis in März hinein, bis Corona noch nie irgendwie da war, mit 13.03. plötzlich ein Datum in Deutschland, wo dann doch Corona wirklich ankam, in den Städten ankam, als Thema ankam, die Dinge, die ihnen als Sicherheit, als Routine plötzlich jetzt im Zweifel sind. Bist du deswegen vielleicht auch besonders sensibel jetzt in der Zeit, dass du Antennen auch für deine Mitmenschen, für die Umwelt hast, wo du merkst, hey, da passiert gerade mit ganz vielen etwas Ähnliches in deren Welt, so wie es mit dir passiert ist damals? Diese Übertragbarkeit? Was ich jetzt aus meiner damaligen Zeit natürlich weiß, ist, dass wenn solche Dinge wie jetzt auf uns zukommen, ist es trotzdem wichtig, irgendwie ruhig zu bleiben und irgendwie trotzdem auch das Tägliche zu verarbeiten, Schlüsse zu ziehen und dann weiter Schritt für Schritt weiterzugehen. Ja, nicht in dem Tempo, nicht in der Hektik, weil in der Hektik passiert immer viel, was man dann teilweise nicht mehr gerade gebogen bekommt. Und, aber ich finde es schon auch extrem heftig, wie viele Existenzen jetzt gerade ganz hoch mit vielen, vielen Fragezeichen hängen, die bisher eigentlich liefen und jetzt so ein blödes Virus kommt und da alles irgendwie zunichte macht. Und ähnlich wie damals natürlich auch, wenn man sich in eine Welt reingibt und denkt, jawohl, das funktioniert und auf einmal steht man im Wettkampf, hat vielleicht den zweiten Durchgang nicht erreicht und weiß gar nicht, was los ist. Okay. Und das ist so ein Punkt, da weiß man überhaupt nicht, was los ist, aber man lernt natürlich als professioneller Sportler, lernt man, dass das, was jetzt dieses Jahr uns alle erwischt, dass das komplett brachliegen, dass das leider in Wettkämpfen öfter passiert und wir lernen
damit umzugehen. Wir wollen es nicht. Mhm. Nicht wir müssen, also wahrscheinlich ein Muss lernen. Ja, das, letzten Endes ist kein Wunsch, dass uns das immer passiert. Wir wollen es nicht, aber es passiert halt eben. Und wir lernen aber damit umzugehen, dass es auch dazugehört, auch nicht nur negativ, sondern ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere, habe ich aus den ganzen Negativen mehr gelernt, als wenn ich jetzt sage, bei der Tournee, wenn ich jetzt, es ging ja alles super, wenn ich jetzt, ich habe mir keinerlei Idee damit verschwendet, wenn ich jetzt einen anderen Ski nehme, ob es noch besser gegangen wäre, sondern das Paket hat funktioniert und dementsprechend habe ich das so abgerufen und genossen und versucht natürlich dann irgendwie aufrechtzuerhalten. Und beim Negativen, wenn irgendwas nicht mehr geht, dann ist es meistens klar, der Weg funktioniert nicht, also gibt es nur noch den zweiten Weg und damit Vollgang. Und das sind so Sachen, ich freue mich jetzt schon auch drauf, dass sich alles mal ein bisschen normalisiert, aber aktuell ist noch nicht der Moment, dass es sich normalisiert, weil wieder was dazukommt, wieder ein bisschen schlimmer wird und auch von der Tendenz her viele Wissenschaftler auch noch am Schauen sind und schlau werden aus dem Ganzen. Ruhe, wenn du sagst, Ruhe ist jetzt ein wichtiges Rezept, Ruhe ist vielleicht genau das wichtigste sogar Rezept, kann man sich Ruhe denken oder hast du eine Strategie für dich empfunden, ob das Yoga ist, ob das Atemtechniken ist, ob das etwas ganz anderes im Bereich Ernährung ist. Hast du für dich irgendwie dein Rezept gefunden, wie Ruhe auch wirklich ankommt, dass die Gedankenspirale langsamer wird, zur Ruhe kommt und du Ruhe empfinden kannst? Hast du so ein Rezept? Na, ich glaube, dass es eher damit zu tun hat, dass man sich dem Ganzen, was jetzt auf einem zukommt, versucht, für sich dann eben Wege zu finden, das erstmal zu handeln. Weil die Unruhe kommt ja deswegen, weil das Gewohnte weg ist und auf einmal auf einem Level, wo man ja eigentlich funktioniert, wo man vielleicht auch rechts und links irgendwelche Lasten zu tragen hat, dann auf einmal das nicht mehr da ist. Und deswegen wird es jetzt unruhig, weil das natürlich das, was gewohnt war, nicht mehr kommt und aber trotzdem weiterlaufen muss, weil der Zähler geht. So, und da wären alle ruhig. Und ich glaube nicht, dass in dem Moment kann natürlich dann irgendwie Meditation oder sonstige Dinge natürlich auch dazu beitragen, dass man ruhiger ist. Die lösen aber die Probleme nicht. Okay. Also, ich glaube, dass wir natürlich auch anhand von den vielen Misserfolgen, die wir im Sport haben, immer wieder lernen, was die Grundregel ist. Ja, so die und Lehre? Ja, einfach wie unsere Sportart funktioniert, was wir in der Hand haben und was wir nicht in der Hand haben. Und was wir nicht in der Hand haben, ist zum Beispiel das Wetter. Also brauche ich mir keine Gedanken machen, wenn ich jetzt mal in einem Wettkampf versage und der Wind war blöd, dann habe ich für mich eine Antwort. Ja. Und das Problem aktuell ist, wir haben jetzt das Thema Corona, wissen aber nicht wieso, weshalb, warum, uns fehlt die Antwort drauf. So, und das ist das Thema, was uns natürlich beunruhigt. Wir lernen langsam damit umzugehen. Also die Leute, bis auf einzelne Superschlaue, die dann ohne Maske rumlaufen wollen, wir gewöhnen uns an das, was uns hilft, humaner durchzukommen, ist aber noch nicht die Lösung. So, und somit ist das jetzt ein neues Problem, was passiert ist, mit dem wir aber erstmal warm werden müssen. Mhm. Parallel haben wir aber einen Rucksack auf, den wir uns ja dann eigentlich auch selber angeschafft haben, mit Wachstum und größer werden und so weiter, ist ja alles schön und gut. Aber da rattert der Zähler natürlich jetzt noch schneller, umso größer man das alles drumherum aufgebaut hat. Das heißt, du hast immer wieder dieses Wechselspiel zum Sport und so, wie ich dich kenne, bist du natürlich im Sport bestens immer noch vernetzt und hast einen tollen Speakerkreis um dich mit Fußballern, mit Reitern, mit Golfspielern aus allen Sparten. Du sprichst ja auch als Unternehmer. Siehst du die Chance, dass die Menschen aus dem Sport viel lernen können, gerade jetzt? Und wie habt ihr euch aufgestellt als Unternehmer und auf der anderen Seite vielleicht auch als Organisation, die ganz viel helfen kann jetzt, weil man immer wieder die Übertragbarkeit aus dem Sport super rüberbringen kann? Ich glaube, die Dinge, die wir im Sport erleben, kreieren gute Bilder, die man dann praktisch in das normale Wirtschaftsleben mit reinnehmen kann. Also wenn man in der heutigen Zeit natürlich dann irgendwo Firma XY hat, dann geht es meistens immer nur um Zahlen, wie gewisse Dinge dann einfach funktionieren. Aber Sport ist immer meistens ein kurzfristigeres Ergebnis. Und wenn man zum Beispiel jetzt in einer Firma was ändert, die groß ist, ehe sich das ändert, das ist ja ähnlich wie ein großes Schiff. Also wenn man da erstmal einmal dreht, ehe der Riesenkahn sich dreht, das dauert erstmal eine Weile, bis alles irgendwie durch ist. Und ich glaube, dass der Sport direkter ist und wir dann dementsprechend auch mit unserer Sprache direkter Bilder kreieren können, dass dann eben auch ein größeres Boot weiß, worum es geht. Und das sind die Dinge,
Da gibt es natürlich dann irgendwie, hast du Mannschaftssportler, du hast Einzelsportler, du hast natürlich dann einfach verschiedene Ebenen, aber so eine Grundgeschichte, glaube ich, ist immer überall gleich und jede Sportart an sich hat noch so mal Wissen, ihre Kleinigkeiten, wo man dann nochmal das eine oder andere mit dazugeben kann, was vielleicht da nicht passt, aber okay, da besser passt. Und somit sind wir als die Sportler oder die Speaker dann eben einfach dann auch so aufgestellt, dass wir viele Ebenen bebildern können. Jetzt kannst du vieles bebildern und auf der anderen Seite stelle ich mir vor, dass so viele Menschen dich suchen, ihre Geschichte dir erzählen wollen, Vergleichbarkeit zu deiner Geschichte herstellen wollen, ohne dass sie jetzt Skispringer waren. Wie gehst du eigentlich damit um, jetzt dieses ganze Leid von anderen Schicksalen erzählt zu bekommen? Das tut doch wahrscheinlich auf Dauer auch nicht gut. Hast du einen Weg gefunden, einerseits für etwas zu stehen, für jemand etwas zu bebildern, vielleicht auch Vorbild zu sein im Umgang mit Burnout und auf der anderen Seite aber trotzdem noch dein Schutzschild zu bewahren? Hast du da eine gute Balance gefunden? Das habe ich auch erst lernen müssen, beziehungsweise auch für mich Wege finden müssen, dem dann auch gerecht zu werden. Weil letzten Endes, das mir war von Anfang an wichtig, dass die Leute offen damit umgehen, wenn sie es betrifft, dass sie keine Scheu haben, es erzählen zu müssen. Mhm. Und ich eigentlich das Beispiel sein wollte, wo sie sehen, die meisten haben damals die Tournee gesehen und sehen aber in mir dann eben auch, was es gekostet hat. Und das ist mir wichtig, weil in meinen Augen viele in der heutigen Zeit auch oben sich scheinen, natürlich auch von der Agentur gesteuert ist und die Agentur vielleicht nicht möchte, dass vielleicht das eine oder andere Negative nach außen tritt, weil eben der Held, das Idol natürlich da oben glänzen soll und die alle hochgucken und denken so, oh, das hätte ich auch gern, dieses Leben, alles so der Erfolg und so weiter. Aber jeder Erfolg, der ganz oben ist, der hat auch eine Schattenseite. Mhm. Und die wird meistens eben weggelassen. Und in meinem Fall wollte ich nichts weglassen. Auch wenn irgendjemand gesagt hat, komm, das schreiben wir so und so, machst länger Urlaub, weißt du nicht, ob du weitermachst. Ich so, nee. Wenn es Burnout ist, wird es geschrieben und fertig aus, weil es einfach, ich möchte im Spiegel gucken und ich möchte wissen, dass die Leute auch sehen, dass alles, was so schön war im Fernsehen, auch was kostet. Mhm. Das ist ganz normal. Ganz. Also wie eine Waage auch, wenn ich auf die einen Seite was drauf mache, dann, wo nichts drauf ist, ist nicht im Gleichgewicht. Ja. Die ist ganz oben, es ist einfach so. Und deswegen bin ich da natürlich dann auch zu einer Zeit, wo ich gemerkt habe, ich habe auch die Widerstandskraft, auch immer tief da reinzugehen, weil es ist ja auch wichtig, dass ich nicht nur oberflächlich sage, sondern wenn ich die Leute mitnehmen möchte, muss ich hin und wieder auch bei mir tiefer rein, um ihnen dann auch zu zeigen, vielleicht auf welchem Level sie gerade sind oder wie es sich anfühlt und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen. Ein Buch darüber kam ja auch erst 2013 und ab dem Zeitpunkt war mir aber sicher, da bin ich auf jeden Fall mal gewappnet. Egal, welche Frage kommt, da stehe ich dazu. Ich kann tief rein. Mhm. Was ich aber nicht auf dem Schirm hatte, ist, wenn dann die Leute sich natürlich Gott sei Dank auch geöffnet haben und zu mir kamen, habe ich es nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich natürlich dann diese Geschichten nicht gelernt habe abzuschalten. Und seitdem habe ich natürlich einen höchsten Respekt vor Therapeuten und Psychologen, weil die natürlich täglich, wenn es jetzt in Richtung gibt, natürlich auch positive Geschichten zu erzählen, wie man dann freudig irgendwas verarbeitet. Aber speziell dann bei mir, was das Thema Burnout angeht, ist es natürlich meistens schon auch eine Leidensgeschichte, die natürlich jeder Therapeut hört und dann aber auch lernt, abzuschalten. Und das war für mich das, wo wir anfangen, habe ich mit meinem Firmenpartner, dem Sven Ehrich, dann gesagt, wir brauchen im Hintergrund Leute und im besten Fall eine Klinik, wo ich weiß, wenn die Leute wirklich so viel Mut haben und sich mir öffnen gegenüber, dass ich sie weitergeben kann an Leute im Hintergrund in einer Klinik, wo ich weiß, ihnen wird geholfen, die nicht nach Versicherungszahlen und wie viel kommen rein, wie viel verdiene ich funktionieren, sondern die auch so funktionieren, wie ich es auch erlebt habe in der Klinik, anhand von meinem Beispiel, wo ich auch weiß, wenn ich aus einer Klinik rauskomme, ist es nicht vorbei, sondern die wichtigste Zeit eigentlich ist die Zeit nach der Klinik. Und das ist die. Hast du das immer im Auge gehabt? Du hast vorher von Bildern, von Situationen gehabt, hast du auch in der Klinik, selbst in den schwersten Momenten vor Augen gehabt, wie es danach sein wird? Nein. Das ist, wenn man in der Klinik ist, dann hat man andere Probleme. Okay. In der Klinik war für mich die neutrale Ort, wo ich noch nie war, wo ich keine Gedanken an mein vorhergehendes Leben habe. Und nur da hast du die Möglichkeit, dich zu resetten. Weil sobald die Klinik zu nah an deinem Wohnort ist, sobald irgendwo du schon mal warst, klack, hast du wieder die Erinnerung, ach, das war doch damals. Okay. Und deswegen, die Klinik war neutral. Und für heute jetzt haben wir eben mit der Winzerer Klinik, haben wir dann eben die Klinik im Hintergrund, die genau das machen, klinisch
Top-Ärzte haben, aber auch die Nachbetreuung auf dem Schirm haben. Weil ich damals von meiner Klinik zu anderen Therapeuten übergeben wurde, die vielleicht auch gut waren, bei denen ich aber nicht so das Vertrauen hatte, wie die, die ich in meiner schwersten Zeit kennengelernt habe. Okay. Und das ist das Wichtigste und die Winscherer Klinik, die macht das so. Und dementsprechend war das so ein bisschen noch das letzte Puzzlesteinchen für mich, um jetzt natürlich weiter freier rausgehen zu können, weil ich weiß, wenn jemand zu mir kommt, wo ich mich wirklich freue, und was ja auch wichtig ist, dann kann ich ihnen weitergeben und ich weiß, ihm wird geholfen. Und wenn du von Freude sprichst und von Leichtigkeit sprichst, dann kann dein Ansatz ja auch vorher schon beginnen, in der Prophylaxe, in der Prävention. Ich könnte mir fast vorstellen, wahrscheinlich ist es so, aber deswegen frage ich dich, setzt du auch schon früher an, ich nehme mal so Begrifflichkeit wie betriebliches Gesundheitsmanagement, Stressprophylaxe, bist du schon in deiner Erfahrung auch vorne dran, dass es gar nicht so weit kommt, dass du jemanden weitergeben musst? Bist du da aktiv? Aktuell, die Schwierigkeit ist, dass wenn mir 2004 ist es dann eben ja, war ja der Zusammenbruch, wenn mir 1998 war so mein erstes gutes Jahr, da jemand gesagt hätte, mach ein bisschen langsamer. Du hast ihn ausgelacht, ja, oder? Das ist ja, also sagt man einem Jungen, der vor Energie strotzt, wo der Körper einfach noch Alarm in sich trägt, sag mal dem, der soll ruhiger machen. Funktioniert nicht. Also ich glaube, es ist wichtig, dass, und das ist auch das Gute, wenn wir dann so mit Firmen sprechen, da hast du alle Generationen. Du hast die Älteren, die natürlich genau wissen, von was ich spreche, und du hast die Jüngeren, die es mal gehört haben. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Mir ist wichtig, dass die Jungen es schon mal gehört haben, die müssen nicht auf mich hören. Die können machen, was sie wollen, aber mir ist wichtig, dass ich denen irgendwie im Kopf bin. Okay. Und dann kommt irgendwo die Situation XY, vielleicht 5 Jahre später, 6 Jahre später, und dann macht's Ping, da war doch mal was. Und dann wissen sie, was wichtig ist. Und ich habe es damals natürlich nicht gewusst, weil Thema Burnout um die Jahre war nur Sebastian Deißler ein öffentliches Beispiel, wo mir aber auch dann, ich habe mich damals auch gewundert, ich so, Jahrhunderttalent vom Fußball, bis heute noch. Warum kann der kein Fußball mehr spielen, wenn ich den sehe? Der läuft ganz normal. Er sieht jetzt nicht freudestrahlend aus, wenn er vielleicht ein Interview gehabt hat. Aber letzten Endes, er läuft ganz normal, er humpelt nicht, kann nicht Fußball spielen. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich es verstehen, was mit ihm los war. Und das ist nicht nachvollziehbar für Außenstehende, die es nicht betrifft. Und es ist auch gut so. Aber diejenigen, die es betrifft, die kommen irgendwann mal an den Punkt, da hoffentlich haben sie mich schon mal gehört oder Leute, wie mich schon mal gehört, ist ja nicht nur so, wenn der Hannawald was sagt, ist es so, sondern es gibt ja mehrere Leute von verschiedensten Ebenen, ob das jetzt Musik, Film, private Mütter, alle möglichen. Das ist ja einfach, das ist einfach nur in seiner Lebenssituation. Ja, und das ist mir wichtig, dass es gehört wird. Und dass das immer schlimmer wird, ist klar, weil letzten Endes wir natürlich dann diejenigen sind, die eigentlich so viel zu tun haben, da reicht der Tag gar nicht. Und wie wollen wir uns da irgendwie auch noch die Ruhe gönnen und dem Körper das geben, was er braucht nach der Belastung, die Ruhe. Das funktioniert nicht. Wenn man heimgeht, hat man schlechtes Gewissen, um 8 oder 9 nicht nochmal die E-Mails zu gucken und vielleicht doch nochmal was zu schreiben, weil der andere macht es vielleicht auch. Also das schlechte Gewissen gegenüber der Arbeit ist so schlimm. Also ich bin Einzelunternehmer und ich lebe das Leben, was ich predige. Und deswegen weiß ich auch, wovon ich spreche. Ich weiß aber auch, eine Firma XY, die natürlich riesig ist, das erstmal zu ändern, ist das eine. Und die Mitarbeiter sind fremdbestimmt. Also die haben ja nicht die Option, wie du als Einzelunternehmer zu sagen, ich treffe meine einzelnen Entscheidungen. Ja, es sind schon immer mehr Firmen, die sehen, dass ich schon recht habe. Ja. Und dass es auch besser ist, das Thema nicht direkt anzugehen, sondern langsam anzugehen. Ja, weil letzten Endes, sobald sie sagen, okay, keine Ahnung, der und der Tag in dem Jahr ist für uns der Tag, da melden sich alle, die Probleme haben. Ja, da wird der Chef 98% Ersatz suchen müssen. Es ist so. Deswegen, man muss langsam anfangen, man muss den Leuten mitgeben, dass man sich darum kümmert. Das ist schon mal gut. Ja. Das ist schon den Leuten wichtig und stimmt sie auch schon mal positiver. Aber letzten Endes sage ich auch, dass nicht alles der Chef machen kann, sondern dass so Dinge, wie jeder mit der Arbeit umgeht oder wie jeder vielleicht auch aufgewachsen ist, ja auch viele Dinge eine Rolle spielen, ob es dann am Ende knallt oder nicht. Ja, also es gibt viele Leute, die machen parallel das Gleiche. Zwei haben es, 8 nicht. Ja. Also machen ja die gleiche Aufgabe, aber das sind halt auch, ist ein größeres Thema, was im Hintergrund dann einfach auch angewachsen ist. Aber für mich wichtig, und da freue ich mich immer, dass wir mit immer mehr Firmen Kontakt haben, die dann einfach auch sagen, lass uns was tun. So,
sprichst von der Firmenseite, ich würde jetzt gerade zur politischen Seite sehen, die Politik sucht ja immer nach Lösungen, wie wir mit der momentanen Situation umgehen können. Mhm. Ist auf dich noch niemand zugekommen unter dem Aspekt, lieber Herr Hannawald, Sie sind Vorbild für Generationen. Ihre Geschichte ist bekannt, aber es geht nicht um das Bekanntsein, sondern es geht um die Prophylaxe. Ist noch nie jemand auf Sie zugekommen nach dem Motto, wir brauchen Sie gerade jetzt, brauchen wir Vorbilder, weil dieses Thema Stress und dieser schleichende Prozess über mobiles Arbeiten, alles, was du gesagt hast, Verlagerung von Arbeiten, viele können ja gar nicht mehr eigenverantwortlich mhm. diese Themen annehmen. Merkst du, dass da jetzt eine neue Energie dahinter ist? Ja, auf jeden Fall, weil auch das hat sich jetzt Gott sei Dank mittlerweile geändert. Ich habe vom Herrn Bundesminister für Arbeit, Herrn Heil, einen Brief bekommen, der mich ja wirklich, ich glaube, den rahme ich mir ein, weil das natürlich für mich so ein bisschen das Zeichen war, dass diese Dinge selbst in die höchsten Regionen gestoßen sind. Mhm. Dass man es nicht mehr so einfach nimmt mit einem mal einer BGM-Maßnahme oder mal hier ein bisschen mehr Grün und so weiter und so fort, sondern dass man sieht, dass da ein großes Problem auf uns zukommen wird, weil das drumherum nicht langsamer, sondern schneller wird und wir das einfach nicht gelernt haben, damit umzugehen. Wenn dieser Rahmen hier hängen würde und wir würden alle lesen können, was in diesem Schreiben steht, kannst du zumindest ein Stück weit sagen, was da drin steht, damit das für dich einen Rahmen verdient hätte? Also es war zum einen natürlich, dass er sich freut, dass Leute wie mich oder Personen wie ich dem Thema gegenüber offen stehen, dass sie entstigmatisieren und den Weg weitergehen und sie jetzt auch von der Politik, und das freut mich wahnsinnig, nicht nur das Bundesministerium für Arbeit, sondern auch die Bundesministerin für Familie und Soziales, die Frau Giffey, und der Gesundheitsminister Herr Spahn sich jetzt zusammengeschlossen haben und wirklich drei riesengroße Bereiche zusammen angehen und abdecken, weil sie sagen, dass das eine verschwimmt in die, du kannst nicht sagen, es macht nur die Arbeit krank, es macht Kooperation, vielleicht die Familie krank und die Gesundheit ist sowieso wichtig, sondern dass wirklich die drei höchsten Ministerien sich zusammengeschlossen haben und ich auch da, und das war der zweite Teil vom Brief, gebeten wurde, ob ich da mitwirken kann mit dem. Und das ist natürlich klar, dass ich da sofort gesagt habe, also habe da auch versucht, einen Telefontermin dann auch mit ihm zu vereinbaren, dass wirklich auch das Persönliche dann auch gesprochen wird. Hat natürlich gedauert, Corona-Thema. Ich meine, das ist ja heute nach wie vor nicht anders, dass alle drei völlig da überall zu tun haben. Und wir hatten jetzt eben dann im Oktober, am 5. Oktober, die Pressekonferenz und da wurde das dann veröffentlicht, dass jetzt eine offensive psychische Gesundheit ins Leben gerufen wurde und dass es jetzt Schritt für Schritt mit allem, was man so auch weiß, was es Neues gibt und so weiter, versucht, dem vorzubeugen, aber auch das aktuelle große Thema dann irgendwie zu beherbergen. Und kannst du zum Abschluss, ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt die eine oder andere Person sich denkt, was versteckt sich da dahinter? Gibt es da irgendetwas in dieser Initiative, das mir helfen würde, weil ich jetzt vielleicht für mich noch sehr heimlich mit mir umgehe, weil es mir nicht gut geht, ich die gleichen Anzeichen habe, die du beschrieben hast. Wie wird diese Initiative aussehen? Auf was kann man sich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, freuen, aber zumindest auf was kann man neugierig sein? Also ich glaube, wenn man die Bereiche sieht, Arbeit, Familie und Gesundheit, dann weiß man schon mal, dass zum einen Herr Spahn sich darum kümmern wird, dass man da mehr Möglichkeiten hat natürlich, vielleicht auch von der Krankenkasse. Ich meine, die Partner waren ja eben auch hinter uns auf dem Banner und da waren sehr viele Krankenkassen dabei, die natürlich wissen, dass wenn es vielleicht, ob das jetzt ein Tarif ist oder sonst irgendwas, dass man einfach Dinge aufgreifen muss, dass den Leuten mehr Möglichkeiten geboten wird, wenn sie schon Beiträge zahlen, dass sie natürlich dann auch mehr tun können für sich. Auf der anderen Seite natürlich, dass man vorbeugen kann, wenn man das Thema Arbeit vielleicht anders angeht in den heutigen Zeiten als vielleicht früher und dass Familie in der heutigen Zeit natürlich auch Alarm macht, weil man natürlich viel mehr drauf eingeht. Ich glaube, früher gefühlt also weit vor. Reden wir von Februar. Also also früher sage ich vor meiner Zeit, was hieß der Familie? Der Vater war arbeiten und die Mama hat zu Hause irgendwas gewuppt und wenn halt zu laut war, war die Tür zugemacht. Ja. Und in der heutigen Zeit, ich nehme mich und meine Frau mit rein, versuchen wir unsere Kinder ja mit reinzunehmen, das Ganze. Wir investieren unheimlich viel Zeit und versuchen das ganz anders aufzunehmen als früher, wo vielleicht auch mal eine Hand ausgerutscht ist. Nicht bös gemeint, aber einfach, weil es dann so genervt hat. Das kostet ja auch wieder Energie. Ja. Zudem, dass die Arbeit nervt und nerven kann und vielleicht auch kassentechnisch gar nichts möglich ist, weil ich vielleicht irgendwie nur Kassen angehaucht bin. So. Und diese drei höchst
schwierigen Bereiche, dass die jetzt zusammenarbeiten und ein Konzept versuchen, dass alles drin ist, dass sowohl die, die in der Familie Schwierigkeiten haben, vielleicht arbeitstechnisch ein bisschen rauskommen oder diejenigen, die vielleicht kassenärztlich nicht so wirklich gut dabei sind, eben auch irgendwie. Also man versucht so ein bisschen da hin und her zu schieben und das freut mich natürlich, dass ich da eben auch mit dabei sein darf und dementsprechend, klar, politisch wird es jetzt nicht morgen soweit sein, aber für mich ist wichtig, dass, und das war ein Megazeichen, dass drei Ministerien zusammenarbeiten. Die haben ja wieder oft miteinander zu tun, aber es gab es, glaube ich, noch nie, dass sie wirklich einen Weg zu dritt gemeinsam angehen. Und das ist natürlich für alle und auch für die Zukunft natürlich das gute Zeichen, aber es wird natürlich auch dauern. Aber das, was Politik ja eigentlich dann auch immer macht, langsam vorangehen, ist immer stetig. Also so, so schnell hoppla hopp, kann sein, dass man wieder zurückkommt und es ist immer so ein Hin und Her. Aber wir werden da viele Dinge, und da freue ich mich drauf, dann auch ändern können. Super, das ist ein schöneren Schlusssatz, kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich glaube, die Botschaft ist die, die du sagst, wir müssen in neuen Kooperationen denken, wir müssen in Vernetzungen denken und das Wohl des Menschen und die psychische Gesundheit sollte bei allen Änderungen, die stattfinden, im Mittelpunkt stehen. Also ich habe ja auch immer ein gutes Beispiel, wenn man jetzt sieht, was sich drumherum geändert hat, ein Computer. Wenn ich jetzt meinen ersten Computer nehme, den ich vor zig Jahren mal gekauft habe, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich heute schneller bin, ja, weil ich dann vielleicht auch viel gelernt habe, aber letzten Endes dieser Computer von damals, heute, wird nicht funktionieren. Was macht man? Man kann bei Computern neue Festplatte rein, neuen Prozessor rein, da gibt es wieder eine Erneuerung, alles wieder safe, rennt wieder mehr Power und so weiter und so fort. Wir Menschen werden immer Menschen bleiben, wir werden unsere Grenzen haben und leben in einer Welt, wo drumherum einfach alles technischer wird und du immer durch die Technik Möglichkeiten hast, sie aufzufrisieren. Wir können natürlich gewisse Dinge lernen, aber wir werden unsere menschlichen Kräfte oder unsere Grenzen haben für unsere Kräfte. Und das muss man immer ein bisschen bewusst haben. Wir sind aus Fleisch und Blut, uns kann man da hinten nicht irgendwas rausnehmen und sagen, komm, zack, rein und jetzt gibt Gummi. Geht nicht. Wir werden Menschen bleiben, wir müssen versuchen, diese Verbindung so zu handeln, dass wir gesund sind und dass aber die technischen Sachen natürlich, die können ja wachsen. Ist ja gut, ich bin ja für jeden Fortschritt bin ich ja auch da. Ich liebe mein Mobiltelefon, weiß es aber zu nutzen. Also ich weiß auch, wann ich das Ding weglege, weil ich weiß, dass es mich krank machen würde. Und das wissen vielleicht die eine oder andere Generation nicht mehr, weil sie damit aufgewachsen sind. Und so sieht man schon, dass es zu komplex ist, als dass man sagen kann, es gibt jetzt diesen Weg und der ist gesund. Und der ist ungesund. Sondern man muss irgendwo ein bisschen Gefühl dafür aufbauen, gewisse Altersstufen, gewisse berufliche Situationen und so weiter und so fort, was da alles reinspielt. Und dafür ein Gefühl zu bekommen, das erhoffe ich mich natürlich dann für die Offensive, die jetzt gestartet wurde. Wow, vielen, vielen Dank. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl, das ganze Gespräch gegenüber. Du grinst auch und ich glaube, da stecken so viele Botschaften dahinter, die du gerade mitgibst, ohne dass du uns überfrachtest. Sondern das Abschließende, dieses Gefühl, dieses Bauchgefühl, in das neue Leben zu gehen, das auf uns wartet und es wird einfach anders sein, hast du ganz, ganz tolle Impulse gegeben. Dankeschön. Lieber Sven, tausend Dank für das Gespräch. Danke. Danke.